Stadtrates. Sie müssten jetzt dann immer signalisieren. Ich habe natürlich jetzt zwei Listen, wer jetzt der Fragende ist. Ich rufe deswegen immer mal nur die Fraktion auf und dann schauen wir mal. AfD beginnt. Wer macht die Frage? Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, den einen Teil der Frage hatten Sie jetzt, sage ich mal, im Zuge der Aussprache jetzt schon beantwortet. Eine Frage bleibt dennoch übrig. Es geht hier um die Verkehrsversuche, denn in den letzten Wochen und Monaten hat es ja diverse Verkehrsversuche in Dresden gegeben, unter anderem am Blauen Wunder, die Flügelwegbrücke und nun zuletzt ja auch an der Carola-Brücke. Die Einrichtung und Durchführung dieser Versuche kostet ja auch ein bisschen Geld und ist aber auch mit Kosten verbunden. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass wir im Haushalt ein entsprechendes Projekt oder eine entsprechende Zuweisung zu Verkehrsversuchen damals eingestellt hatten. Daher ergibt sich dann die Frage, welche Verkehrsversuche denn in den letzten 5 Jahren jetzt vollumfänglich stattgefunden haben und aus welchen Haushaltsstellen sie unter Angabe der Produkt- und Maßnahmennummer sie jeweils finanziert wurden. Die Beantwortung übernimmt der Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Laczynski, mit Blick auf die Kurzfristigkeit müssten wir auf eine schriftliche Beantwortung hinausgehen. Ich kann Ihnen sagen, dass es seitens der CDU-Fraktion eine ähnlich lautende Anfrage gibt, die explizit auch auf die Haushaltsstellen hinweist. Und wir werden Ihnen das schriftlich zuarbeiten. Dann sehen Sie, aus welchen Haushaltsstellen die vom Stadtrat beschlossenen Verkehrsversuche alle entsprechend finanziert werden. Aber ich bitte jetzt um Nachsicht, dass mit Blick auf die Kurzfristigkeit wir das dann schriftlich nachreichen. Aber zeitnah, selbstverständlich. Sollte man dann vielleicht zukünftig darüber nachdenken, die Einreichungsfristen für mündliche Anfragen zu erweitern, dass auch eine qualifizierte Antwort möglich sein kann? Naja, ich glaube, dass wir jetzt gerade aktuell in der Situation sind, dass auch gerade beim Straßentiefbauamt die Prioritätensetzung jetzt auf den Themen liegt, die wir gerade erörtert haben. Und da bitte ich, das zu entschuldigen, dass wir da sozusagen nicht so schnell sind, wie vielleicht sonst üblich. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Karl. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir hatten ja in diesem Jahr auch von vielen Dresdnern und Dresdnerinnen wohl geschätzt eine ganze Reihe von Konzerten im Ostragehege in der Rinne. Und die Rinne wird ja vom städtischen Unternehmen, der Messe GmbH, betrieben. Und in diesem Zusammenhang gab es ja eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen, was die Genehmigungsfähigkeit dieser Konzerte betraf. In der Öffentlichkeit hat sich da schon ein ziemliches Tauziehen gezeigt. Und das Ziel ist ja, dahin zu kommen, dass die Veranstalter letzten Endes bei der Messe GmbH für unterschiedlich große Konzertveranstaltungen dann auch die Rahmenbedingungen kennen, auf deren sie diese Veranstaltung durchführen können und auch ihre entsprechende Finanzplanung machen können. Das liegt alles noch nicht vor, wird unter dem Stichwort Masterplan Rinne zusammengefasst. Und ich möchte ganz gern die Frage stellen, wann liegt der Masterplan Rinne vor? Das übernimmt zumindest der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Pratzka, die Beantwortung. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Kaden, das Ziel ist klar, wir brauchen einen Rahmen für die Veranstaltungswirtschaft. Der Entwurf des Basiskonzeptes der Rinne soll Ende Oktober 2024 vorliegen und die Fertigstellung ist dann für Ende Dezember 2024 geplant. Das hängt aber alles davon ab, welche Umlauf-, Abstimmung- und auch Einarbeitungsprozesse quasi in die Rahmenregelung dann entsprechend erforderlich sind. Da würde ich gerne noch mal zwei Nachfragen stellen. Seit wann wird denn an dem Masterplan Rinne gearbeitet? Und wer ist denn federführend für das Gesamtprojekt zuständig? Die Grundlagenarbeit dazu erfolgt seit dem zweiten Halbjahr 2023 und konzentriert im ersten Halbjahr 2024 im Rahmen der Vorbereitung jetzt der Open-Air-Konzerte 2024.
und die inhaltliche Kernarbeit dann mit den Erfahrungen der Konzerte, Auswertung gerade auch der Rammstein-Konzerte im Juni 2024 ist das flankierende Thema. Schallemission wird seit März 2024 erarbeitet. Die Federführung hat die Messe Dresden in enger Kooperation mit dem Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft, inhaltliche Arbeit durch ein einschlägiges Büro auch für Veranstaltungsmanagement, und es sind alle relevanten Ämter beteiligt. Vielen Dank. So, nach der CDU-Fraktion ist Bündnis 90 Die Grünen dabei. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir haben in einigen der besonders herausgeforderten Stadtteilen Dresdens im Rahmen der Städtebauförderung über die Programme Soziale Stadt bzw. jetzt Sozialer Zusammenhalt Quartiersmanagements einrichten können in der Vergangenheit. Diese Quartiersmanagements sorgen jeweils für eine Vermittlungsfunktion zwischen Stadtverwaltung und den Einwohnerinnen und Einwohnern, ist eine Einlaufstelle für die großen und kleinen Probleme der Bewohner. Die Träger dieser Quartiersmanagements haben mitgeteilt, dass sie seit längerer Zeit auf die Verlängerung ihrer Verträge warten und dass sie sich gezwungen sehen, in näherer Zukunft beispielsweise ihre Mietverträge zu kündigen für die öffentlich zugänglichen Büros. Jetzt kommt meine Frage: Mit welcher Begründung hält die Kämmerei die Freigabe dieser wichtigen sozialen Förderung für die Stadtteile Gorbitz, Prohlis und Johannstadt zurück? Beziehungsweise wann ist mit einer Freigabe zu rechnen? Hier geht es ja im Wesentlichen auch um weitere Ausgabepositionen, die den nächsten auch Doppelhaushalt betreffen und eben mit dem Haushalt 2023/24, also im aktuellen Haushalt, haben wir Auflagen auch der Landesdirektion bekommen, Auflagen, die eben eine strikte Kontrolle der Verpflichtungsermächtigungen anschauen, nämlich auch eine Teilsperrungen, damit wir, weil wir am Ende nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt in der Mittelfristschiene kamen, und insoweit sind alle entsprechenden Ausgaben vorher zur Freigabe der Kämmerei vorzulegen. Und die prüft jetzt eines, ist die Maßnahme in dem Verwaltungsentwurf der Stadtverwaltung enthalten für den nächsten Doppelhaushalt? Wenn ja, dann kann eine Freigabe erfolgen. Wenn nein, bleibt es gesperrt. Und da wir in den nächsten Tagen erst zum Abschluss intern der Verwaltungsvorlage oder der Verwaltungsentwurf für den Haushalt kommen, kann erst dann eine Freigabe für die nächste Zeit erfolgen. Sie gestatten bitte eine Nachfrage. In dem Fall, dass bis Ende des Monats diese Information nicht vorliegt, ist ja dann der Fall, dass die Mietverträge gekündigt werden müssen. Es sind übliche Fristen einzuhalten. Ein Abmieten, Ausziehen, Neuanmieten würde ja höhere Kosten verursachen. Berücksichtigen Sie diesen Fakt bei Ihrer Abwägung? Nein, wir berücksichtigen ausschließlich, ist es im Verwaltungsentwurf enthalten, ja oder nein. Und dafür ist jeder Geschäftsbereich in seiner eigenen Prioritätensetzung erstmal verantwortlich. Und ist es dabei enthalten in den zukünftigen Jahren, dann kann es eine Freigabe geben, im anderen Falle nicht. Vielen Dank. So, nach der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen kommt jetzt die SPD-Fraktion an die Reihe. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte eine Frage stellen zum Thema Schulsachbearbeiterinnen, bisher Schulsekretärinnen genannt. Die sollten ja nach dem Willen der Stadtverwaltung, da habe ich in meiner schriftlichen Voreinreichung einen Fehler drin, rückwirkend ab dem 1. Januar 2023, also schon vor anderthalb Jahren, von der Entgeltgruppe E5 in die Entgeltgruppe E6 höher gruppiert werden. Es hat jetzt eben nach anderthalb Jahren den Stadtrat, oder es wird jetzt den Stadtrat eine Vorlage erreichen, die in Einzelfällen entstehende Nachteile ausgleichen soll. Da geht es um den Verlust von Stufenlaufzeiten, Zulagen und Ähnliches. Das war aus meiner Sicht mehr Ping-Pong zwischen den beiden betroffenen Geschäftsbereichen von Herrn Donhauser und Herrn Pratzke als eine ermöglichende Verwaltung, und wird auch in Frage stellen, dass so eine Vorlage überhaupt notwendig gewesen wäre. Jetzt gibt es aber eine neue Belastung, die da droht für das Betriebsklima in den Schulen. Haben wir ja pressemedial erfahren dürfen, dass die Hausmeisterinnen und Hausmeister an den Schulen inzwischen juristisch erklagt haben, noch eine Entgeltgruppe höher, nämlich in die Entgeltgruppe 7 eingruppiert
zu werden und Gleiches soll gleich und Ungleiches soll ungleich behandelt werden, insofern gleiche Tätigkeiten oder vergleichbare Tätigkeiten im Tarifvertrag der Entgeltgruppe 7, das ist immer ein bisschen technisch, da steht, dass sie ja 20% selbstständige Leistungen erfordern. Selbstständige Leistungen in diesem Sinne erfordern eine vorausgesetzte Fachkenntnis, entsprechend selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative. Ich glaube, das ist sehr naheliegend, dass das auch für die Schulassistentinnen gilt. Deswegen meine Frage, wann sind die jetzt gültigen Stellenbeschreibungen für die Schulsachbearbeiterinnen erarbeitet worden, beziehungsweise sind dafür reale Arbeitsvorgänge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Haupt- und Personalamtes beobachtet oder bewertet worden und bei wie vielen Arbeitsplätzen in den Schulen war das der Fall? Die Beantwortung übernimmt Herr Pratzke. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Vorwieser, vielleicht Vorbemerkung, der Dissens besteht weniger zwischen Herrn Donhauser und mir, sondern zwischen dem auch von uns beiden gewünschten Ergebnis und den Regelungen des TVÖD zu den Eingruppierungen und den Stufenaufstiegen, die verbindlich sind und von uns umzusetzen. Ich habe das mehrfach in Frage gestellt, weil es da Sachen gibt, die ich mir so nie vorstellen konnte. Die Stellenbeschreibungen wurden in der Zeit März 2023 bis Juni 2023 durch eine Arbeitsgemeinschaft Schulsekretariate überarbeitet, die Frau Dr. Düring geleitet hat. Da waren unter anderem das Haupt- und Personalamt, der damalige Leiter des Landesamts für Schulen, Standort Dresden, sowie sie 6 Schulleiterinnen und Schulleiter und Schulsekretärinnen verschiedener Schularten vertreten. Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage. Nach meiner Kenntnis sind Schulsachbearbeiterinnen nicht nur im Dresdner Umland, auch in der Stadt Leipzig längst in der Entgeltstufe 7 eingruppiert. Ich glaube, die haben auch in unserer Umgebung und in Leipzig die gleichen Tätigkeiten. Wie bewerten Sie das mit Blick auf die Frage, wir haben ja ohnehin das Problem, genug Personal zu finden, wenn um uns drum herum, also wir diskutieren ja gerade über die Höhergruppierung von der 5 in die 6, aber schon längst noch eine Stufe höher eingruppiert wird. Ja, es gibt ja unterschiedliche Eingruppierungen, auch das habe ich schon hinterfragt. Das Bewertungsergebnis EG E6 ist tarifkonform. Es gibt Kommunen, die haben das oberhalb eingruppiert, da muss man immer den Einzelfall und den Aufgabenschwerpunkt betrachten und was übertariflich war, entsprechend durch entsprechenden Ratsbeschluss untersetzt. Das ist immer auch zu betrachten. Vielleicht noch eine Anmerkung. Aufgrund abweichender Eingruppierungsregelung ist die Eingruppierung der Schulsachbearbeiter, Sachbearbeiterin nicht vergleichbar mit der Eingruppierung von Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeistern. Die Tätigkeit der Schulhausmeister ist mit der Eingruppierungsordnung als spezielles Tätigkeitsmerkmal erfasst. Für Schulsachbearbeiter hingegen gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale. Ich danke Ihnen. So, nach der SPD kommt Team Zastrow an die Reihe. Herr Zastrow selbst. Ja, Herr Oberbürgermeister, über die weiteren zu sanierenden Brückenbauwerke wurde ja vorhin schon ein bisschen was in den Fragen mit angesprochen. Deswegen kann ich es ein bisschen kürzer machen. Es geht aber nochmal um die Brücke über die Gleise in der Königsbrücker Straße, um die Brücke in der Fabriesstraße und die Nossner Brücke. Ich habe also festgestellt, da ist keine Gefahr im Verzug. Wenn ich mich täusche, müssten Sie was dazu sagen. Ansonsten würde mich interessieren, ganz kurz zusammengefasst, wann rechnen Sie frühestens damit, dass die jeweilige Brücke saniert werden kann? Wir werden uns ja wahrscheinlich auf ein paar Jahre einstellen müssen, gerade was Königsbrücker Straße, Fabriesstraße betrifft, weil das, wie ich es ja vernommen habe, im Nacheinander stattfinden muss. Deswegen würde mich schon mal der zeitliche Ablauf im optimistischen oder im realistisch-optimistischen Fall interessieren. Und dann die Frage, ist die Finanzierung abgesichert oder wie wird sie abgesichert für diese beiden Brücken und natürlich für die Nossner Brücke, da genau dieselbe Frage. Und eine möchte ich gerne noch hinten ranschieben, wenn ich darf, weil das vorhin Stefan Kühn kurz gesagt hatte, weil kurz gesagt wurde, Interimsbrücke wie an der Albertbrücke, wo wir ja damals diese Ersatzbrücke gebaut haben, haben sie gesagt, das ist ein sehr umfangreiches Genehmigungsverfahren. Angenommen, wir brauchen Ersatzneubau, wie auch immer, könnte man ja zu der Überlegung kommen, dort zumindest eine gewisse Entlastung durch so einen Interimsbau schaffen zu wollen.
Kann man im Zuge eines solchen Unglücks die Prozesse beschleunigen? Oder wird das ganz normal behandelt wie immer? Oder würde man jetzt zu der Erkenntnis kommen, dass wir eine Sondersituation haben, also zu schnelleren Genehmigungsverfahren kommen? Betrifft ja am Ende auch, falls es zum Ersatzneubau kommt, das ganze Verfahren für einen Ersatzneubau? Oder dauert das dann genauso lange, wie wir es bei der Waldschlösschen Brücke ja zuletzt erlebt haben? Herr Bürgermeister Kühn übernimmt die Beantwortung. Also wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen einem Brückenneubau, also Standort an der Stelle noch keine Brücke wie bei der Waldschlösschen Brücke. Dann ist es ein aufwendiges Genehmigungsverfahren, Planfeststellungsverfahren oder ein Ersatzneubau. Und der Gesetzgeber hat gerade für Brücken im Zuge der politischen Debatte, die nach dem Einsturz der Brücke in Genua gezeigt hat, dafür gesorgt, da war ich noch Mitglied des Deutschen Bundestags, dass für Ersatzneubauten sozusagen grundsätzlich eine Planfeststellungsbefreiung oder jedenfalls sozusagen das nicht erforderlich ist, also für Ersatzneubauten. Mhm. Und insofern muss es natürlich darum gehen, das ist jetzt bei Fabrice Straßenbrücke genauso wie bei der Brücke über Industriegelände das Gleiche, aber jetzt auch im Großen, jetzt bei der Carola Brücke, dass wir das ohne eben ein zeitlich aufwendiges Verfahren bewerkstelligen können. Wir sind ja dazu im Austausch mit dem Freistaat Sachsen. Ich habe auch gestern mit dem Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland telefoniert. Also es gibt überall die grundsätzliche Bereitschaft und Willen, uns zu unterstützen, zumal, auch das ist ja gesagt worden, wir ja mit dem Thema Spannbetonbrücken oder Brücken in einem schlechten Zustand ja nie alleine sind. Und insofern bei jeder Gelegenheit machen wir deutlich, ja, wir als Kommunen brauchen bei der Herausforderung einen Unterhaken und eine Unterstützung von Land und Bund. Na, wenn wir jetzt eben nicht bei einer Sanierung eines Brückenzug C mit 8 Millionen reden, sondern über einen Ersatzneubau sozusagen die gesamten Elbquerung. Und Sie können davon ausgehen, dass, und so war es auch bisher vorgesehen, dass natürlich diese Brückensanierung im Entwurf des nächsten Doppelhaushalts sozusagen oberste Priorität haben. Das bestand da auch kein Zweifel. Wie gesagt, auch mit Blick auf die Tatsache, dass wir ja ab Frühjahr 26 planen, die Königsbrücker Straße sozusagen süd zu bauen, der Herausforderung, dass wir nacheinander sozusagen bauen müssen, um eine Verkehrsführung in den Dresdner Norden, wir können die ja nie einfach kappen, erforderlich ist, und Umleitungsführungen, die funktionieren müssen, ne, Stauffenbergallee sanieren wir jetzt, damit wir 26 die Königsbrücker Straße sanieren können, soll das nacheinander erfolgen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ist, wie ich sagen, Fabrice Straßenbrücke zuerst, dafür die, also Magazinstraße 25, Fabrice-Straße beginnt 26 und ab 27 sozusagen die Brücke über die Eisenbahn-Industriegelände. Das muss alles eng abgestimmt sozusagen mit der Deutschen Bahn erfolgen. Stichwort Eisenbahnkreuzungsgesetz und auch mit Blick auf auch Sperrpausen, die erforderlich sein werden. Und dafür haben auch unlängst auch Gespräche an meinem Tisch stattgefunden, zumal ja die Deutsche Bahn ja auch vorhat, den Haltepunkt Industriegelände sozusagen zu erneuern, auch neue Brücken erforderlich sind über die Stauffenbergallee und dort ja auch ein Haltepunkt eingerichtet werden soll. Und das sind alles Maßnahmen im Komplex. Und wenn Sie wissen, was alles noch an Infrastruktur für den Dresdner Norden natürlich wird, mit Blick auf Ansiedlung von TSMC und so weiter, Ring 30, gesamte Flusswasserwerk und so weiter. Also wir haben ja ganz viele Infrastrukturen und Baumaßnahmen, die innerhalb von kürzester Zeit stattfinden. Und das ist insgesamt eine große Herausforderung, die so zu koordinieren, dass du immer noch eine Möglichkeit hast, ich sage jetzt mal vom Dresdner Norden oder in den Dresdner Norden zu kommen. Und das muss alles eingetaktet werden. Aber diese Brücken haben sowohl haushalterisch als auch, sagen wir mal, von der Dringlichkeit und beschleunigten Umsetzung oberste Priorität. Das war so, das ist so und das wird so sein. Und Nossener? Nossener Brücke?
Bei der Nossener Brücke ist es so, dass wir da anfangen mit dem Thema Mediendüker. Ne, ich muss ja sozusagen, auch dort geht ja die gesamte Fernwärmetrasse und wichtige Medien über die Brücke. Das heißt, zunächst muss erst dieser Mediendüker hergestellt werden. Das macht die Sachsenenergie, beginnt auch im nächsten Jahr. Und mit der Brücke, und da reden wir auch über eine mehrjährige Bauzeit in Abschnitten. Das ist ja die Umleitungsstrecke für die Autobahnen und so weiter und so fort. Auch vom Verkehrsaufkommen ja entsprechend auch ein hohes Aufkommen. Wird ja auch mehrjährig sein, wollen wir 26 beginnen, aber habe ja vorhin schon ausgeführt, allein der Ingenieurbau, also den Teil sozusagen, den die Landeshauptstadt zu tragen hat, ist ein Investitionsvolumen von über 100 Millionen. Und wir haben da noch die Herausforderung, dass wir dort auch vom Freistaat Sachsen auch noch eine finanzielle Unterstützung benötigen, weil es erstens, wie gesagt, Umleitungsstrecke für die Autobahn ist, zweitens eine wichtige ÖPNV-Verbindung zur Exzellenzuniversität, heute ja die Buslinien, Verknüpfungspunkt mit der S-Bahn, sodass wir wollen, dass die Maßnahme sozusagen im landesbedeutsamen, als landesbedeutsames Interesse festgestellt wird und dadurch dann der entsprechende Haushaltstopf im Freistaat Sachsen angezapft wird. Wenn man weiß, wie der gefüllt ist und weiß, welchen Bedarf wir allein bei der Nossener Brücke haben, gibt es da noch eine Diskrepanz. Das wird, denke ich, Thema der nächsten Haushaltsberatung im Land sein und auch vielleicht bei den Koalitionsverhandlungen. Insofern gilt es da noch, die Finanzierung zu sichern. Weil allein in dieser Größenordnung wird es aus dem städtischen Haushalt mit der Aufgabe, die sich ja sozusagen seit dem 11. September noch zusätzlich ergeben hat, nicht zu bewältigen sein. Bei der ÖPNV-Finanzierung sieht es günstiger aus. Da gibt es das GVFG-Bundesprogramm mit einer hohen Förderquote, wo Geld sozusagen übers Land weitergereicht wird. Aber für den Straßenbau haben wir ja als Landeshauptstadt nur übers FAG diese Instandhaltungspauschale, die an die Landkreise, die kreisfreien Städte bekommen nach der Länge ihres Straßennetzes. Und das sind pro Jahr 5,3 Millionen. Da kommt man nicht weit. Und entsprechend müssen wir sozusagen diese Maßnahme als landesbedeutsames Projekt etablieren und entsprechend dafür Sorge tragen, dass es im Landeshaushalt entsprechend verankert wird. Danke. So, dann BSW hat jetzt keine Fragen eingereicht gehabt. Dann haben wir als nächstes Fraktion Die Linke. Herr Schwabach. Eins, jetzt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie hatten ja in Ihrer Eröffnungsrede zur ersten Stadtratssitzung mit Blick auf die politischen Auseinandersetzungen hier im Rat in den vergangenen Jahren etwas erklärt. Und zwar sagten Sie, die Demokratie bietet uns die Möglichkeit für einen Neuanfang. Was diese Worte wert waren, das konnten wir dann wenige Tage später erleben, als Sie, Herr Oberbürgermeister, wesentliche Informationen zum städtischen Haushalt exklusiv vier Fraktionen präsentiert haben. Dass dies jetzt nicht etwa wie gewöhnlich im Rathaus geschah, sondern extra in die edlen VIP-Räume des Rudolf-Harbig-Stadions eingeladen wurde, spricht Bände. Aber ich möchte Ihnen, damit wir zu diesem Neuanfang vielleicht doch noch kommen können, gemeinsam hier und jetzt die Gelegenheit geben, alle Fraktionen ordnungsgemäß und gleichermaßen zu informieren. Und deshalb stelle ich die folgende Frage: Welche wesentlichen Einschnitte bzw. Kürzungen plant die Stadtverwaltung unter Ihrer Führung, Herr Hilbert, nach dem gegenwärtigen Stand für den Doppelhaushalt 2025-2026? Also, erster Punkt ist, ich habe mit allen Fraktionen gesprochen, auch mit Ihnen. Und in den Gesprächen gab es auch unterschiedliche Aussagen, was den Willen auch für eine Zusammenarbeit angeht.
dem ich erstmal auch gewisses Gewicht einordne. Und daraufhin hat es auch weitere Gespräche gegeben und es wird weitere Gespräche geben in deren Folge, was das Thema Haushalt angeht. Wir sind da in der Erstellung des Verwaltungsentwurfs und ich habe mit allen Fraktionen gefragt, was ist Ihnen besonders wichtig, was sind rote Linien, um das entsprechend in die Haushaltserstellung mit zu beachten, soweit es irgendwie möglich ist. Und noch ist der Verwaltungsentwurf nicht abgeschlossen, darauf habe ich auch hingewiesen. Und das wird auch dann, sobald ich zum Abschluss des Verwaltungsentwurfs komme, auch entsprechende Informationen für alle Beteiligten geben, zu dem, was dann enthalten und auch nicht enthalten ist. Und um jetzt einen kleinen Forecast zu machen, was damit ich Erwartungsmanagement da auch ein Stückchen in eine geordnete Bahn lenke, ist es so, dass noch in diesem Monat ich plane, den Verwaltungsentwurf zum Abschluss zu bringen, sodass wir dann in die formale Erstellung des Haushaltes gehen können, sodass der Termin, so wie es Ihnen auch schon im persönlichen Gespräch, aber auch darüber hinaus immer wieder signalisiert habe, im November dann die Haushaltseinbringung passieren kann. Und insofern habe ich vorgesehen, im nächsten Finanzausschuss über den Entwurf des Haushalts der Verwaltung zu informieren. Und dann würde ich dann auch Ihre Rückfrage gerne beantworten. Gut, dann nehme ich erstmal zur Kenntnis, dass Sie die hier heute Ihnen gegebene Gelegenheit nicht genutzt wurde. Das ist bedauerlich. Aber ich hätte noch mal eine Nachfrage. Wir konnten ja bereits in verschiedenen Zeitungen nachlesen, welche Kürzungen Sie planen. Da war ja von wahlweise eine Rotstiftpolitik oder eine Liste des Grauens die Rede. Viele Menschen in dieser Stadt sind sehr beunruhigt. Wir haben heute in einer Zeitung nachlesen können bereits den Protest des Präsidenten des Stadtsportbundes. Die Kulturszene hat sich bereits sehr besorgt geäußert. Wir dürfen davon ausgehen, denke ich, wenn diese Berichte so zutreffend sind, dass Sie harte Einschnitte planen. Und vor diesem Hintergrund einfach mal eine Frage, weil das haben viele Menschen in den vergangenen Tagen sich gefragt und auch an uns herangetragen. Beabsichtigen Sie denn vor diesem Hintergrund weiterhin hier im Rathaus 150.000 Euro pro Abend auf den Kopf zu hauen für einzelne Partys, oder dürfen wir davon ausgehen, dass das auch in Ihren Streichvorschlägen Beachtung finden wird? Also, Herr Scholbach, auch da will ich Ihnen gerne Rede und Antwort stehen. Und mache nun mal das große Bild auf, und das habe ich Ihnen ja auch in dem Gespräch gemacht, und will ich auch den Bürger gerne noch mal dokumentieren. Wir haben in dieser Stadt für den nächsten Doppelhaushalt ein jährliches Budget von ungefähr 2,3 Milliarden Euro. Vor 10 Jahren hatten wir ein Budget von ungefähr 1,3 Milliarden Euro. Wir haben fast innerhalb von 10 Jahren fast eine Verdopplung unseres Budgets. Jeder Geschäftsbereich hat mehr Geld, als er beim letzten Doppelhaushalt hat. Und dennoch kommen wir zu dem, dass wir, und jeder Geschäftsbereich war verantwortlich, hat ein Budget vorgegeben bekommen, die Prioritäten zu setzen, wie dann die einzelnen Verwaltungsausgaben gesetzt werden. Soweit, wie das dann im Einzelnen ist, ist jeden Einzelnen. Natürlich ist jeder in Restriktion gebunden. Und es gibt, und das ist die Vorgabe, das erste sind Pflichtleistungen. Pflichtleistungen, die zu erfüllen sind. Und es gibt natürlich eine wahnsinnige Kostendynamik auf dem Markt. Eine Kostendynamik, die für Dienstleistungen sind, die natürlich wir für Personalkosten haben, die wir auch für gewisse Sozialausgaben, die nicht wir beschlossen haben, sondern wo wir die Vollzugsbehörden sind. Und im Ergebnis kommt tatsächlich in Realkürzungen für verschiedene Bereiche raus, trotz dass wir ein so gestiegenes Ausgabevolumina haben. Und darüber werden wir dann im Haushaltsberatung zu debattieren haben, sind die Prioritätensetzungen, die von den einzelnen
Geschäftsbereich Leiter und Uni der Gänze vorgenommen worden sind, die richtigen. Darüber können wir dann gerne diskutieren. Und natürlich sagen wir auch, Kultur ist wichtig für uns, sage ich auch immer wieder. Wir sind eine Kulturstadt und dazu stehen wir. Und deswegen sagen wir gerne, subventionieren wir jedes Ticket mit 100 bis 200 Euro. Machen wir gerne, weil wir eine Kulturstadt sind, weil das wichtig ist, die Kulturpflege. Und genauso ist auch wichtig, dass wir unsere junge Generation pflegen, dass wir denen eine Perspektive aufbauen, dass wir sie an die Stadtverwaltung binden als Arbeitgeber, dass wir auch neue Kommunikationswege machen. Und ja, deswegen wird die Veranstaltung hier im Rathaus stattfinden. Punkt. So, nach Herrn Scholbach und der Fraktion der Linken kommt die FDP Freie Bürgerfraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Herr Kaden hat ja schon mal das Thema Flutrinne und die Konzerte daran angesprochen. Erstmal schön, dass die Konzerte stattgefunden haben. Die Tourismusbranche hat sich auch sehr darüber gefreut. Es gab da allerdings ja ein paar Kritikpunkte, einerseits bezüglich der Genehmigungsverfahren und andererseits auch seitens der Anwohner in der Friedrichstadt, über die es an mich aus mehreren Kanälen folgende Frage herangetragen wurden. Die Frage bezieht sich auf die Anreise mit dem ÖPNV. Wurde darauf gesetzt, dass möglichst mit dem ÖPNV auch anzureisen ist, aufgrund der Parkplatzsituation. Und das Erstaunliche ist, dass die Messelinie 10, die ja eigentlich als Linie direkt auch für die Messelinie ja benannt wird, eben nicht durchgefahren ist, sondern dass die Anreisen mit dem ÖPNV an der Weißeritzstraße in der Friedrichstadt mit sehr schmalen Fußwegen, sehr engen Straßen quasi, herausgelassen wurden und dann zum Konzertgelände laufen mussten. Da gab es dann Konflikte mit dem Verkehr vor Ort, mit den Anwohnern und so weiter. Lief alles insgesamt friedlich ab, war aber mit sehr hohem personellen Aufwand auch seitens der DVB verbunden. Die Frage ist erstmal, warum die Linie nicht zum Beispiel bis zum Alberthafen durchgefahren ist, die Menschen dort rausgelassen hat oder im Messegelände und man vielleicht auch darüber nachdenkt, diese Linie eben auch bei solchen Anlässen mit dementsprechenden Personendurchfluss dort durchfahren zu lassen. Und die zweite Frage ist, ist es so, dass in dem Gesamtkonzept Masterplan Flutrinne, dass dort auch berücksichtigt wird, wie zukünftig die Logistik, sprich An- und Abreise unter Einbeziehung auch des ÖPNV gewährleistet wird? Da würde ich gerne mal bitte den Stand zu wissen. Ich vermute mal, der Herr Beigrund oder Kühn wird antworten. Die Vermutung ist erstmal richtig, wobei ich den Vorsatz sagen will, wenn ich auch gerade die Veranstaltung, die wir hier hatten, die auch in anderen Städten gelaufen ist, ist die Logistik hervorragend gelaufen. Für die Menge der Leute muss ich wirklich sagen, tiefes Kompliment an den Veranstalter, an die DVB, an alle Mitwirken, wie da ein Rad ins andere gegriffen hat. Und nun ist vielleicht nicht so, dass es nie noch besser geht. Darüber kann gerne Herr Kühn reflektieren oder eben sagen, das ist genau die beste Frage. Die Frage ging ja auch in Richtung, das weiter eben zu optimieren. Es war ja keine Kritik. Und wie gesagt, wir sind ja alle sehr froh, dass die Stadt Dresden in der Lage ist, solche Veranstaltungen durchzuführen. So wie ich gehört habe, hat ja die Stadt Leipzig ja abgelehnt. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber ich kann sagen und bestätigen, dass natürlich im Rahmenkonzept das Thema sozusagen Verkehrserschließung Bestandteil sein wird. Das ist ganz klar. Und entsprechend ist ja gesagt worden, dass das Konzept unter federführender Messe erarbeitet wird. Und ganz klar wird man dort, sage jetzt mal, die Erfahrung, die man bei den drei Großkonzerten jetzt dieses Jahr gehabt hat, entsprechend auswerten. Es ist ja so, dass bei jeder dieser Veranstaltungen ein Verkehrskonzept gemacht wird, DVB abgestimmt mit der Versammlungsbehörde und natürlich mit dem Veranstalter. So war das auch hier und wie gesagt, mit Blick auf das zu erstellende Rahmenkonzept wird das auch alles ausgewertet. Im konkreten Fall ist es so, dass die Information, die mir vorliegt, dass bis 21 Uhr bis zur Endhaltestelle gefahren wurde, also ich sage jetzt mal weit nach Konzertbeginn, den Fahrgästen aber empfohlen wurde, bereits an der Weißeritzstraße auszusteigen, um sozusagen unnötiges Suchen und entsprechende Wege zu vermeiden, um entsprechend zügig zum Veranstaltungsort zu kommen. Aber wie gesagt, auch gerade wenn es Hinweise aus der Bürgerschaft gibt, wird man im Rahmen des wird das als Bestandteil des Rahmenkonzepts sicherlich nochmal überprüft werden und versucht werden, das zu optimieren, weil natürlich der Grundpfeiler
Das Verkehrskonzept ist natürlich die Erschließung mit dem öffentlichen Nahverkehr, ob jetzt mit der S-Bahn oder eben mit der Straßenbahn. Deshalb haben wir ja auch die Messelinie, die wir da nutzen können als leistungsfähiges Angebot. Dann würde ich nur anregen, dass bei der Stellung des Konzepts vielleicht mitgenommen wird, dass man auch eine Sonderlinie eben auf der Linie 10 mit einrichten kann, die eben nicht mitten in den Wohnvierteln hält, sondern von den Verkehrsknotenpunkten wie Hauptbahnhof, Bahnhof Mitte zum Beispiel, die Person direkt ins Messegelände fährt, weil es einfach der Konfliktvermeidung letzten Endes dient und damit auch insgesamt das Image dieser Veranstaltung wahrscheinlich auch noch ein Stück besser machen lassen. Also bei einem dieser großen Events war ich zugegen und kann mich daran erinnern, dass es genau sozusagen so eine Sonderbahn, Veranstaltungsbahn mit einer anderen Nummer auch gegeben hat. Aber wie gesagt, das ist alles optimierbar und Ziel ist ja sozusagen, dass... Ich habe die Massen- und Plastikbecher an der Friedrichstraße gesehen. Ich glaube, das ist nicht im Interesse eines Grünen. Gut, wir lassen das. Ich würde es, wie gesagt, anregen, dass Sie das mitnehmen. Ne? Wir nehmen das mit und für das weitere Konzept dort hier nochmal das genauer anzuschauen und zu prüfen, inwieweit da die Linie verlängert gehen kann. So, nach FDP ist PVP-Fraktion dran. Liebster Partybürgermeister, die Vorbereitungen für die vielgeliebte 18er Fatsche sind schon wieder in vollem Gange, während noch Dreck von den letzten Sausen rumliegt. Im ewigen Hin und Her um die freizügige Vergabe an Ihren Wahlvereins-Buddy Schröder reißt die Kette an unschönen Peinlichkeiten einfach nicht ab. Nun kam der vom Stadtrat eingeforderte Prüfbericht und erfüllt noch immer nicht seinen Zweck, nämlich Ihre bockwurstweiße Weste reinzuwaschen. Stattdessen entstand ein weiteres Mal der unangenehme Eindruck, man hielte im Rathaus etwas hinterm Butterberg. Der erlösende Prüfbericht ist nicht nur unnötigerweise vertraulich, er ist auch so schwammig, dass es nicht einmal dem Presseamt gelang, korrekt wiederzugeben, was drinsteht. Schon wieder ist von Filz, Schiebung, gar Korruption die Rede. Wörter, mit denen wir gerade die unverdorbene Jugend, welche nächste Woche für ihre rührenden Sauf- und Balzrituale das Rathaus stürmt, nicht in Kontakt bringen wollen. Daher meine Fragen. Erstens, wollen Sie nicht einfach die Vertraulichkeit des Prüfberichts aufheben, damit sich jeder interessierte Zweifler von Ihrer maßlosen Unschuld überzeugen kann? Zweitens, für den Fall, dass Sie das tun und der geneigten Prüferschaft auffällt, dass der Bericht mitunter recht schwammig ist und fragt, ob das daran liegt, dass der Chef der Prüfer der Geprüfte ist und damit die Prüfung an sich zu prüfen sei, wollen Sie für diesen Fall externe Prüfer zu Rate ziehen? Es geht immerhin um Ihren tadellosen Ruf. Scherz. Genau, dann will ich auf Ihren Scherz auch gerne antworten und zitiere dabei zur Frage 1 und Frage 2 das Rechnungsprüfungsamt. Prüfberichte haben grundsätzlich einen nicht öffentlichen Charakter. Zur Begründung verweise ich auf die Kommentierung von Quecke Schmidt zu § 164 Gemeindeordnung. Randnummer 94 fortfolgende, falls Sie es nachlesen wollen. Welche meiner schriftlichen Antwort als Anlage auszugsweise beigefügt ist, deren ausführlicher mündlicher Vortrag hier jedoch zu weit führen würde. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Prüfberichte wie vertrauliche Akten zu behandeln sind, hinsichtlich derer in der Regel weder der einzelne Stadtrat noch das Gesamtgremium und erst recht nicht sonstige Dritte einen Anspruch auf Einsicht oder Überlassung haben. Standort und Regeln bundesweit in der Rechnungsprüfung in Ämtern ist daher die rechtlich erforderliche Kennzeichnung und Behandlung der Prüfungsberichte als vertraulich. Zudem gab es auch noch personenbezogene Daten, die es auch nochmal zusätzlich notwendig machen, dass sie vertraulich sind. Ja, ist so. Punkt 1. So, und dann kommen wir zum Punkt 2. Ich bin nicht der Chef des Rechnungsprüfungsamtes. Der Gegenteil ist der Fall. Das ist festgehalten, der Rechnungsprüferamt ist bei der Erfüllung des ihm zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Auch das können Sie in der sächsischen Gemeindeordnung nachlesen. Das ist lediglich organisatorisch unterstellt beim Oberbürgermeister und genau eben diese Unabhängigkeit zu gewährleisten. Das ist aber eine reine organisatorische und keine fachweisungsgebundene Aufgabe.
Das war aber ein langes Nein. Ja, wir halten uns nochmal an Recht und Gesetz. Wir sind im Schlaraffenland hier und am Ende der Tage haben Sie das beauftragt, Sie haben einen Prüfbericht bekommen, stehen die entsprechenden Ergebnisse drin und das wird auch entsprechend verfolgt und geändert. Was nicht korrekt gelaufen ist, so handelt Verwaltung. Und dem, das geprüft wird, habe ich auch selber im Stadtrat zugestimmt, weil eben am Ende der Tage auch sich herausgestellt hat, dass die Weste weißer war, als sie es hätten gerne gehabt. Auch das ist richtig. So, damit kommen wir zum Abschluss. Der Fraktionsrunde ist durch und da kommen wir noch für die Fraktionslosen. Und da ist Herr Lichti dran. Sehr geehrter Oberbürgermeister, seit dem 12. August ist auf der Kesselsdorfer Straße im Wege eines Verkehrsversuchs in stadtauswärtiger Richtung der Abschnitt zwischen Bühnerstraße und Wernerstraße, also auch die Straßenbahnhaltestelle Bühnerstraße, für den Kfz-Verkehr gesperrt. Bis zum 6. Oktober sollen die Auswirkungen auf die Verkehrsqualität für Straßenbahn und Kfz-Verkehr überprüft werden, wenn beide stadtauswärts zwischen Wernerstraße und Rudolf-Renner-Straße gemeinsam auf einer Fahrspur geführt werden. Viele Autofahrer beachten aber diese Sperrung nicht, sodass die Straßenbahn nicht oder verzögert in die Haltestelle ein- oder ausfahren kann. Die Straßenbahnen durften oft mindestens einen ganzen Ampelzyklus verlieren. Ich frage Sie, aufgrund der rechtswidrigen Nichtbeachtung der Sperrung des Fahrstreifens für Kfz werden die Ergebnisse des Verkehrsversuchs verfälscht, insbesondere die Fahrzeiten für die Straßenbahn verlängert. Wie will die Stadtverwaltung angesichts dieser Umstände dennoch sicherstellen, dass zuverlässige und verwertbare Ergebnisse ermittelt werden? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Lichti, Sie haben ja den Hintergrund des Verkehrsversuches schon sehr zutreffend beschrieben. Ziel ist es ja wirklich im Rahmen der Planung für den zweiten Bauabschnitt die Verkehrssimulation über den Streckenverlauf des zweiten, dritten Bauabschnittes der Kesselsdorfer Straße zu untersetzen und eben der Praxis zu unterziehen. Und Sie haben auch schon richtig festgestellt, dass seit Beginn des Verkehrsversuchs ein Teil der Verkehrsteilnehmer trotz Sperrung des Bereichs der Kesselsdorfer Straße, in dem Fall zwischen Bühnerstraße und Wernerstraße, trotz eindeutiger Markierung und Beschilderung missachtet. Ich will mal eine Größenordnung nennen. Stichprobenzählungen haben ergeben, dass es 70 bis 130 durchfahrende Kfz sind. Pro Stunde oder was? Oder? Am Tag. Also auf dem Abschnitt sind, halten Sie mich sozusagen, verhaften Sie mich jetzt nicht, nach meiner Erinnerung sind es ungefähr 900 Fahrzeuge, die da vorher durchgefahren sind in dem Abschnitt. Dennoch ist das natürlich eine erhebliche Zahl von regelwidrigem Verhalten. In Abstimmung mit der Polizei wurden auch entsprechend zwei Kontrollen bereits durchgeführt, um das Durchfahrverbot zu kontrollieren und durchzusetzen. Die können aber nie sozusagen dort die ganze Zeit stehen, aber unterstützen uns im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft. So, Ihre Kernfrage ist natürlich die Auswirkung auf die Verwertbarkeit der Ergebnisse des Verkehrsversuchs. Das sind folgende Punkte festzustellen. Also die Lichtsignalanlagen an den Knotenpunkten der Kesselsdorfer Straße mit der Wernerstraße und der Rudolf-Renner Straße mit dem Verkehrsversuch unverändert geblieben. Das bedeutet, dass die Straßenbahn vor Einfahrt in die Haltestelle Bühnerstraße die Zufahrt von Kfz-Verkehr freiräumt und beim Ausfahrt als Pulkführer in den Abschnitt der Wernerstraße bis Rudolf-Renner Straße, wo dann die Straßenbahn abbiegt, einfährt. Auf die Verkehrsabläufe an der Einmündung Rudolf-Renner-Straße hat die Nichtbeachtung der Sperrung an der Haltestelle Bühnerstraße keine relevanten Auswirkungen. Für die Leistungsfähigkeit am Knotenpunkt spielt es keine Rolle, ob die stadtauswärtig gefahrenen Kfz aus der Kesselsdorfer Straße oder aus der Wernerstraße kommen. Die bisherigen Zwischenauswertungen des Verkehrsversuchs zeigen für die Straßenbahnlinien 6, 7 und 12 keine wesentlichen Veränderungen der Reisezeit während des Verkehrsversuchs gegenüber den Vorhererhebungen, also sozusagen keine entsprechende Abweichung, auch mit Blick auf die Simulation. Und mit der Datenerfassung im Rahmen des Verkehrsversuchs folgt auch eine Zählung der Kfz-Durchfahrten durch den gesperrten Haltestellenbereich Bühnerstraße und die Datenerfassung geht entsprechend auch in die Gesamtauswertung des Verkehrsversuches ein. Das heißt,
übersetzt, dass wir natürlich dann auch in der Auswertung transparent machen, welches regelwidrige Verhalten sozusagen den Verkehrsversuch tangiert hat, aber in den wesentlichen Kernaussagen vermutlich jetzt nicht berühren wird. Vielen Dank. Habe ich Sie richtig verstanden, dass im Grunde vor der Einfahrt in die Straßenbahnhaltestelle Bühnerstraße eine Lichtsignalregelung ist, die verhindert, dass dort die Straßenbahn in der Einfahrt nicht durch durchfahrende, rechtswidrig durchfahrende Fahrzeuge behindert wird? Weil sonst kann ich mir eigentlich Ihre Aussage nicht recht erklären. Oder habe ich Sie da so richtig verstanden? Also in stadtauswärtiger Richtung ist es möglich, dass die Straßenbahn sozusagen auch aus Verkehrssicherheitsgründen die Durchfahrt sozusagen unterbindet in dem Haltestellenbereich der Bühnerstraße. Also mir wurde der Eindruck berichtet, dass aufgrund der rechtswidrig einfahrenden Kfz die Straßenbahn eben auch aufgehalten wird in ihrer Einfahrt und in ihrer Ausfahrt. Sie haben ja gesagt, okay, wir haben da so eine Pulkführerschaft, aber wenn die Straßen, also bei der Ausfahrt eine Pulkführerschaft, aber wenn bei der Einfahrt sie auch behindert wird, dann ist es natürlich eine Verlängerung der Fahrzeiten der Straßenbahn, die natürlich dann schon Auswirkungen auf die Ergebnisse des Verkehrsversuchs haben. Also so habe ich es bisher verstanden, oder irre ich dort? Also vom Prinzip her ist natürlich die Verkehrsmenge auf dem Abschnitt sozusagen der Haltestelle Bühnerstraße in stadtauswärtige Richtung nicht sehr hoch. Das ist ja auch der Hintergrund, warum wir gesagt haben, das geht auch ohne eine Kfz-Führung in dem Bereich. Das war ja auch Hintergrund sozusagen der beschlossenen Planung. Insofern gibt es Auswirkungen und wird ja im Rahmen auch des Verkehrsversuchs eine wissenschaftliche Begleitung geben, auch mit Verkehrsschauen, also Präsenz sozusagen vor Ort und Verkehrsbeobachtung. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir erstmal nicht davon aus, dass sozusagen, das ist vielleicht auch der Hintergrund Ihrer Frage, die Aussagefähigkeit des Verkehrsversuchs sozusagen generell dann in Frage zu stellen ist. Aber natürlich ist das keine Beschleunigung des ÖPNV-Verkehrs, den wir in dem Abschnitt mit der Maßnahme, mit dem Umbau erzielen wollten, und ich finde auch die Zahl, dass 70 bis 130 durchfahrende Kfz sich nicht an Verkehrsregeln halten, trotz deutlicher entsprechend Ausschilderung und Markierung, auch ein Fakt, der doch in dem Umfang auch sehr interessant ist. Und insofern wird das bei der Gesamtauswertung natürlich ein Gegenstand sein, und die Verkehrsplaner werden dann auch entsprechende Aussage treffen hinsichtlich sozusagen der Aussagen zum Erfolg des Verkehrsversuchs. Ich bitte dann um schriftliche Beantwortung, wo Sie das vielleicht dann noch mal genau ausführen. Was Sie jetzt mündlich versucht haben, es ist ja ein komplizierter Vorgang. Danke. Das werden wir machen, na klar. So, damit ist die Fragestunde beendet und wir kommen damit zu den